Ja, hallo YouTube. Und an dieser Stelle erstmal willkommen und danke für eure Abos, die hier neu dazugekommen sind. Ich mache noch mal ein bisschen weiter mit meinem Projekt. Also man sieht, ich hoffe, man kann das erkennen. Meine Solarzelle habe ich über Nacht draußen hängen lassen. Macht jetzt 25 Watt, 24 Watt, 25 Watt. Ist heute ein bisschen bewölkt. Optimale Testbedingungen, würde ich sagen. Und die Batterie ist, glaube ich, relativ voll, so wie ich das sehe. Hat 14, irgendwas Volt. Jetzt geht es halt darum, vielleicht auch mal den einen oder anderen Verbraucher anzuschließen. Wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich immer ganz gerne so ein Laptop dabei, Notebook oder wie auch immer. Das ist jetzt auch keine richtig geile Kiste oder so. Das ist, dass man vielleicht unterwegs mal einen Film gucken kann oder ja, halt mal so ein bisschen Kram erledigen, in Anführungsstrichen, Logbuch führen zum Beispiel oder irgendwie auch, wie gesagt, das Ding online, mit dem Ding online gehen und dann direkt, ich sag mal, über eine Tastatur. Handy ist zwar immer eine coole Sache, mache ich auch eine Menge mit, aber manchmal ist so ein Laptop doch gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich in meinem Fahrzeug sonst so einen Konverter drin gehabt, der hat, glaube ich, sogar 600 Watt oder sogar mehr. Ja, der hat aber unwahrscheinlich Störungen verursacht im Funk. Und von daher habe ich den fast nie in Betrieb gehabt, weil was nützt mir das, wenn ich, sobald der Konverter läuft, habe ich Störungen im Netz. Jetzt habe ich sehr preiswert was Neues erstanden. Ist sicherlich kein High-End-Produkt. IFU Nix, keine Ahnung, ist auf jeden Fall halt auch so ein Strom für unterwegs. Na, ich lasse mich überraschen. Also ich hatte den schon mal ausgepackt. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes hier drin. Also da ist dieser eigentliche Wandler. Gut, da steht jetzt drauf 400 Watt. Wage ich noch zu bezweifeln. Da steht sogar drauf 800 Watt bei 0,3 Second. Also kurzzeitig, aber das ist dann wirklich ganz kurzzeitig. Abgesichert ist das Ding übrigens mit einer 40 Ampere Sicherung. Hippie-Hi-Ho, das ist natürlich schon heftig. So, hier hinten haben wir einen DC-Anschluss für unseren Stromeingang. Hier vorne die Steckdose, wie man sie kennt. An der Seite noch einen Anschluss für einen Massepol, einen Ausschalter. Und das war's. So, das, was dabei geliefert wird, ist hier so ein Käbelchen. Ja, vom Durchmesser jetzt halt nicht so geil. Da ist dann auch wieder irgendwie so eine Please. Bla bla bla. Was steht da? Also mit dem Kabel maximal 150 Watt. Was natürlich dann auch hinkommt, weil hier ist nur so ein Zigarettenanzünder als Stecker dran. Bedeutet halt so viel wie maximal 10 Ampere. Also diese Zigarettenanzündergeschichten im Auto sind normalerweise mit 10 oder teilweise mit 8 Ampere abgesichert. Ja, und wenn halt zu viel Strom gezogen ist, geht deine Sicherung im Auto hoch, wenn man es über die Bordbatterie vom Auto beträgt. So, ansonsten ist hier ja nicht viel drin. Ja, ich denke mal, so ein Ding ist ja im Endeffekt auch selbsterklärend. Ja, heute will ich auf jeden Fall auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Verbraucher gucken, weil ich den angeschlossen kriege, unter anderem das Ding. Und dann mal gucken. Also ich habe den jetzt mal nur so im Betrieb an einen am Netzteil angeschlossen. Da hat das Ding keine Störung gemacht. Na, wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den jetzt fest verbauen soll oder ob ich den nur bei Bedarf auspacke und dann irgendwo hinlege, hinstelle, wie auch immer. Mal gucken. Wie gesagt, meine Regalplanung fürs Auto ist noch nicht ganz abgeschlossen. Schauen wir einfach mal. Also, wie gesagt, jetzt klemmen wir mal ein paar Verbraucher an und dann gucken wir mal, ob wir noch was hinkriegen. Also bis später. So, willkommen zurück. Also, ich habe jetzt ein bisschen basteln müssen. Ich habe tatsächlich kein vernünftiges Kabel für meinen Stromwandler gefunden. Ich habe jetzt ein altes Stromkabel genommen, habe da einfach Stecker abgeschnitten, ein bisschen abgesetzt, ein paar Klemmen drauf gemacht und in Betrieb genommen. Ist natürlich vom Kabelquerschnitt auch nicht so geil. Aber ich denke mal, jetzt zum Testen sollte das okay sein. Also wenn ich überlege, das ist ja das Originalkabel davon. Also selbst da ist das Kabel hat einen besseren Querschnitt. Also vielleicht werde ich mir das Kabel einfach fertig machen, hier abknipsen und dann
anklemmen. Also ich habe jetzt ein Kabel gemacht mit zwei so Polklemmen dran. Das ist natürlich problematisch. Man soll natürlich dann erst den Konverter anschließen, damit man sich hier keinen Kurzschluss bastelt. Kommt nicht gut. Vor allem, wenn man eine relativ starke Batterie dran hat. Das kann dann schon mal ein bisschen Funken geben. Ja, ich habe jetzt Verbraucher angeschlossen. Zum einen mein Laptop und zum anderen mein Funkgerät habe ich mal aufgebaut. Jetzt nehmen wir euch mal hier rum. Schwuck, schwuck, schwuck. Das Ganze ein bisschen nach unten. Also, da habe ich eine alte Präsident George stehen. Dann haben wir da den blauen hier. Das ist ja mein Solarwandler, mein Stromwandler und halt Laptop. Laptop ist eine doofe Idee, den einzuschalten. Der macht wahrscheinlich Störungen im Funk, komischerweise. Um vielleicht mal so ein bisschen Störung zu gucken, habe ich hier einfach mal meine Handquetsche genommen. So, ich habe hier von Haus aus sowieso schon relativ viel Störung. Da geht die Rausche halt auf. Aber dass man da jetzt sagen kann, ja doch. Machen wir den mal aus, dann ist es auf jeden Fall mal weg. Interessant ist halt, okay, im direkten Nahbereich, wo HF ist, sollte man den vielleicht nicht verbauen. Na, jetzt zieht er wieder Strom und geht auch sofort die Rausche relativ weit hoch, aber je weiter ich weg bin, also ich bin jetzt gar nicht so weit weg, wenn man so guckt. Ja, probieren wir wieder ein bisschen ran. Ja. Gut, jetzt ist die Antenne natürlich auch direkt vielleicht ein bisschen empfindlicher. So, jetzt gucken wir nochmal hier den Strom. Der Stromadapter hier, der macht natürlich auch, wenn ich direkt mit der Antenne dran gehe, macht der Störung. Aber ansonsten, ich denke, das ist okay. Man muss dann halt nur ein bisschen gucken, wie baue ich meinen Krempel ein. So, jetzt machen wir den wieder aus, weil bei dem Akku, bei dem Laptop ist der Akku platt. Und ja, da war natürlich jetzt auch die Idee, die ich hatte. Er hier, mein Laderegler, der hat ja eine Bluetooth-Anbindung. Habe ich gedacht, so ein Laptop hat ja auch Bluetooth. Habe ich mal geguckt auf der Seite von dem Hersteller. Und da gibt es tatsächlich auch eine Software für Windows. Ja, auf den Rechner gezogen, habe dann festgestellt, okay, mein Rechner hat überhaupt kein Bluetooth. Ja, ist halt eine alte Kiste. So, dann habe ich hier noch so ein Bluetooth-Adapter gefunden. Habe ich gedacht, den stöpselst du mal dran, aber der scheint irgendwie nicht mehr zu gehen. Also dieser hier wird nicht erkannt und ein anderer, den ich habe, keine Ahnung, der wird erst gar nicht erkannt, da wird das als nicht bekanntes Gerät angezeigt. Treiber gibt es anscheinend auch nicht. Ja, so, jetzt habe ich, wie gesagt, den ganzen Spaß ja so ein bisschen in Betrieb. Jetzt müssen wir mal eben hier mein Handy wieder ins Spiel bringen. Wieso ist da ein Spiel an? Das sollte so nicht sein. Und zwar mein Solarpanel. Jetzt baut er wieder die Connecting zu dem Adapter, also zu meinem Controller auf. Wir haben immer noch 24 Watt Ladestrom oder Spannung haben wir 20,6 Volt, Strom wird gezeigt gezogen 1,2 Ampere. Spannung der Batterie liegt bei 3, jetzt kommt auch noch die Müllabfuhr, ja glaube ich es denn. Spannung liegt bei 13,63 Volt und Strom von 1,7 Ampere. So. Das ist jetzt mein Verlauf. Wie gesagt, sieht zu gestern ein bisschen anders aus. Er hat heute also auch schon wieder kräftig geladen. So, und jetzt haben wir hier die Trends oder Treats. Da kann ich jetzt sagen, was möchte ich mir genauer angucken. Ich kann mir die Spannung vom Solarregler angucken oder den Strom von der Solar, die Leistung vom Solar oder die Batteriespannung oder den Batteriestrom. So, machen wir mal hier Batteriespannung. Jetzt sieht man, dass der so ein bisschen abgefallen ist. Also es wird halt grafisch dargestellt. Ja, und wenn ich mir jetzt auf der anderen Seite den Strom angucke, sagen wir mal Batteriestrom natürlich in Ampere. Vielleicht ist das besser, wenn man das quer verhält. Hat ja keine, ja, kann er anscheinend nicht. Schade. Wäre ja nochmal eine Idee gewesen. Ja, jetzt kommen wir natürlich mit den Linien ein bisschen durcheinander. Also wir hatten hier auf jeden Fall mal einen etwas stärkeren Stromausschlag. Und zwar ist das genau immer dann, wenn ich hier den Träger drücke. 1, 2, 3, check, check. 1, 2, 3. Nee, gar nicht wahr. Da ging der Strom ja hoch. So, das heißt, wenn ich den jetzt abschalte, dann wird der Stromverbrauch von der Batterie natürlich weniger. Macht sich natürlich auch direkt in der blauen Dinge bemerkbar, in der Spannung. Jetzt machen wir da mal wieder aus. Jetzt gucken wir uns einfach nur mal die Batteriespannung an. So, und ich jetzt gehe da wieder runter, obwohl ich noch gar keinen Träger gedrückt habe. Das ist natürlich interessant.
Aber wir können ja mal einen Träger drücken, 1, 2, 3, ganz viele. Da sieht man schon, dass die Spannung von der Batterie, ich will nicht sagen, einknickt. Ich meine, die geht runter zu irgendwas zwischen 13,12 und 13,30 Volt. Ich schiebe das nochmal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man kann das erkennen. Jetzt lasse ich den Träger wieder los. Und siehe da, die Spannung rappelt sich wieder. Also, wie gesagt, über diesen Verlauf kann man sich halt einiges angucken. Da kann man natürlich jetzt auch nochmal Batteriespannung in Volt. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt habe. Batterietemperatur, okay, das unterstützt der Laderegler nicht, sonst könnte er natürlich auch noch mehr machen. Jetzt kann man sich noch den Verbrauch angucken. Mal gucken, was er da macht, wenn ich einen Träger drücke. 1, 2, 3, check, check. Naja, der Verbrauch hält sich in Grenzen. Also von daher alles gut. Jetzt mal gucken wir uns jetzt sonst noch mal an. Solar in Ampere. Aber gut, da müsste dann... Klar, wenn die Batterie... Ich sag mal, was gebraucht wird, dann muss der natürlich nachlegen. 1, 2, 3, check, 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 check. Und siehe da, der Strom von der Batterie zeigt nach oben. Wird etwas mehr Leistung abgefordert. Aber das ist ja genau das, was sie soll. Na, also klar, wenn ich jetzt kein Solarpanel dran habe, dann ist die Batterie irgendwann leer. So wird, ich sag mal, vielleicht eine gewisse Strom bezogen oder wird gebraucht. Und ja, und dann sieht man, dass der dann irgendwann wieder relativ entspannt ist. Ja, ist schon interessant. Ich hoffe, man kann das hier auf dem Handy überhaupt einigermaßen sehen. Ich hätte es gerne über den PC gezeigt. Da wären bestimmt gewisse Sachen einfacher gewesen. Ja, das sollte erstmal gewesen sein. Wann ich dieses Video online stelle, weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, gestern habe ich ja den ganzen Quatsch hier aufgebaut. Und jetzt hatte ich heute gedacht, ich mache noch mal so ein kleines Video wegen zwecks Verbrauch. Und ja, da musste ich natürlich erst noch mal wieder ein bisschen basteln und ein bisschen was anschließen, damit man auch mal ein bisschen was zeigen kann. Jetzt werden wahrscheinlich einige schon gucken, warum ist hier noch ein zweites Kabel dran am Mikrofon, was nicht angeschlossen ist. Dazu gibt es dann im nächsten Video noch ein kleines, oder im nächsten Video werde ich da ein bisschen was zu erzählen. Ich habe da noch so ein Gerät hier stehen, was ich zum Teil in Gebrauch habe. Funktioniert mittelprächtig gut. Aber okay, schauen wir einfach mal im nächsten Video. Also bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und in diesem Sinne, 73, Cheerio vom Deckelwuppi Dirk. Und Zeit für einen Kaffee. Also in diesem Sinne, Prost.